ohne da jetzt gemein sein zu wollen, aber wenn ich die Bikes so sehe, glaube ich, wäre mein erster Gedanke, verbrennt es, bevor es Eier legt. Wir schauen uns jetzt an die 1000 Kilometer Prepper E-Bike Tour von Survival Muddin, Folge 1 von 4. Ich bin gespannt. 1000 Kilometer auf dem Todesstreifen. Wenn die Akkus irgendwann ausfallen sollten, haben wir echt ein großes Problem. Du fängst jetzt schon an rumzujammern. Sind wir noch zornig, glaube ich. Wir werden uns noch ganz schön anhassen. Einfach ein Panzer. Irgendwas habe ich verloren. Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Survival Martin. Es startet die Prepper E-Bike Tour. Wir haben beide das gleiche Bike. Wir befinden uns am Hof, im Hof. Nennt es, wie es wollt. Der Ort heißt Hof, Hauptbahnhof. Eigentlich nennt sich dieser Bereich der Todesstreifen, die ehemalige innerdeutsche Grenze. Von hier, Hof, hoch nach Travemünde. In wie vielen Tagen? Geht euch das auch so, dass der Blutdruck so automatisch so krass steigt? Also ich fühle mich so richtig so, wow. Ich kann euch sagen, dass Martin auch die meiste Zeit so ohne Kamera redet. Wissen wir nicht, 1000 Kilometer auf dem Todesstreifen? Wir haben Sonnenbrand. Wenn ihr wissen wollt, was wir an Ausrüstung dabei haben, eine Woche früher kam das Video, wo wir quasi alles gezeigt haben, was wir dabei haben. Wir haben einfach alles dabei. Außer Strom. Außer Strom. Aber damit. Ich habe Sonnenbrand. Ich brauche. Mir fällt auch jetzt erst sein Fullface-Helm auf. Auch geil. Jetzt schon rumzujammern. Wir sind doch keine Meter gefahren. Kein Jammern ist nur, ne? Ich möchte ja auch wenn ankommen. Okay, wenn man auf der. Wir suchen. Ja. Sonnencreme. Die Prepper E-Bike Tour startet genau in 3, 2, 1, los! Alter, ich bin schon außer Atem, bevor es losgeht. Die ersten Meter sind gemacht. Da drüben sind wir losgefahren. Wir haben vergessen, unsere Kilometer. Auch gut, dass Martin den Helm mit Kindschutz trägt, aber den Helm nicht zumacht. Wir haben vergessen, unsere Kilometerstände anzugeben. Ich starte mit 148,7. Mit einem. Ja, das ist natürlich perfekt. Arschgeile Nummer. So. Den jetzt aber wirklich gut geht. So, wir stehen jetzt hier quasi kurz am Außenortsgangsschild hoch. Damit verlassen wir Hof. Da kommt jetzt eine arschbeschissene Landstraße. Wenn du so eine Teile daneben hast, das ist echt nicht witzig, aber ich glaube, es sind nur 2-3 Kilometer oder so und dann fahren wir runter. Stadt fühle ich überhaupt nicht. Nee. Mach mal dein Licht an. Ob bitte jetzt den Arsch rettet, weiß ich nicht, aber gut. Das finde ich auch immer am unangenehmsten, wenn ich irgendwo mit dem Gravelbike unterwegs bin. So auf Straßenverkehr habe ich null Bock. Das finde ich immer sehr unangenehm. Alter, was haben die alles da an diesen Bikes hängen? Das ist ja Taschen okay und 1000 Kilometer, da brauchen wir ein bisschen Stuff, aber Alter. Geil. Oh, Digga! Ich wüsste mal gern, wie viel die Teile von denen wiegen. Jetzt mal das Bike an sich. Mit den Reifen. Boah. Ich habe es noch nicht richtig gesehen, das Bike, aber ich schätze nur, das Bike an sich wiegt irgendwas zwischen 25 und 30 Kilo, vielleicht so 28. Und dann noch die Taschen da dran mit dem ganzen Gepäck. Boah, das sind bestimmt 35, 40 Kilo, oder? Krass. Also das ist ja auch Bremsweg. Also, ne? Jetzt bei 50 km/h. Wie lang der Bremsweg ist mit so viel Stuff und so einem schweren Bike. Crazy. Also Martin hat gerade probiert auf Null, also ohne Unterstützung die Berge hochzukommen hier. Keine Chance. Da glaube ich auch nicht. Buckelst du dir einen ab, das gibt's gar nicht. Also wenn die Akkus irgendwann ausfallen sollten, haben wir echt ein großes Problem. Ich will mich gerade auf 5. Ich versuche immer so ein bisschen energiesparend zu fahren. Also auf geraden Strecken ohne Unterstützung, so mit 1 maximal oder 2 höchstens. Aber berghoch brauchst du voll Unterstützung, weil das Fahrrad ist so schwer. Aber jetzt. Alter, da kannst du ja einfach ADAC holen, wenn der Akku leer ist.
Das Ding kriegst du ja, selbst wenn du, stell dir mal vor, du musst das irgendwie 5 Kilometer schieben, das ist ja gar nicht möglich. Da muss ein Abschlepper von ADAC kommen und dich da rausholen. Jetzt geht's wieder runter und dann geht wieder runter auf die 1 oder auf die 0. Volle Möhre! Kann ich nicht verstehen, der Wind ist so laut! Ein Ding von der Lado! Chris war gerade dabei, die Blitzerhelfe anmachen soll. Oh, krass, Alter, ohne Scheiß, das ist echt heftig. Oh, das liebe ich ja. Wir folgen der Hauptstraße. Leute, der erste Strich von meiner Batterie, der ist jetzt schon weg. Mindestens bei Kilometer 10. Das ist krass. Also daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass sie hier mit E-Bikes fahren und das Mehrgewicht natürlich auch mehr Akku saugt. Und wie laden die das? Also wenn die da irgendwo, sind die in Hotels? Wie fragen die irgendwo nett in irgendeinem Fastfood-Restaurant, ob sie da kurz laden können, beziehungsweise ein paar Stunden laden können? Boah. Und ich bin gespannt, wie viele Kilometer die an einem Tag schaffen. Also mit dem Gravelbike waren bei den Touren ja immer so das Maximum, was wir, glaube ich, an einem Tag gefahren sind, aber erst mittags gestartet, waren 240 Kilometer. Sagen wir mal so, ja, aber wie viel schaffen die mit diesen E-Bikes am Tag, wenn die 1000 Kilometer fahren wollen insgesamt? Die waren ja jetzt ja nicht ewig unterwegs, also nicht wochenlang unterwegs. Bin gespannt. Ich kenne aber die Marke nicht. Also die Bikes sagen mir gar nichts. Hemiway oder wie die heißen, was ich da gerade als Logo hatte. Keine Ahnung, was soll ich machen, Mann? Weiterfahren, gucken, was noch geht. Oh, da, erste Mal ein Schild, ne? Die Grenztour, Todesstreifen. Und das sieht richtig geil aus. Guck mal, da hinten der Weg und so. Wow, schön runter von der Kackstraße, rennen ins Abenteuer. Naja. Ich glaube, hier ist das erste Mal, dass ich froh bin, dass ich so eine fetten Reifen habe, ey. Endlich Natur, Alter. Das ist geil. Eine Bridge, eine Bitch. Eine Mini-Bitch. Nee! Das ist der Dreiländerstein! Oh, ja! Oh, für Umme! Geil! Oh. Chris, kenn die, Alter! Wenigstens ein bisschen frisch machen! Das ist keine Nummer! Er hat gerade gesagt, Chris, sein zweiter Balken ist auch weg. Bei mir ist jetzt der erste weg. Wir haben gerade mal 18 Kilometer. Warum, du bist gerade in 5? Wenn ich mit meinem Mountainbike-E-Bike fahre, was ich glaube 22, 23 Kilo wiegt. Gut, ich fahre auch immer nur Boost, weil ich mir sonst denke, warum fahre ich sonst E-Bike? Aber, also muss ja jeder für sich wissen, aber mir macht dann Spaß, wenn ich mal nicht mit einem normalen Rad fahre, da halt einfach Gas, schnell viele Abfahrten und so weiter. Das schaffe ich, kommt natürlich auf die Höhenmeter drauf an, aber maximal, das höchste der Gefühle ist 25 Kilometer. Bin gespannt. Ich fahre immer hier vielleicht 3 oder so. Ja, ich fahre die ganze Zeit auf 5, weil ich mir sage, ich will ja wissen, was Phase ist. Und er macht auf 3 und so. Und wir haben gerade mal 18 Kilometer, das ist nichts. Das wird noch zornig, glaube ich. Wir werden uns noch ganz schön anhassen. Oh, da geht's bergab. Mach den Motor aus! Digga! Ich selbst, Alter! What the f***? What the f***? Der Geräuschpegel muss man sich mal als jemand, der jetzt sich auf dieser Straße bewegt, vorstellen. Da denkst du ja, kommt ein LKW angefahren. Alte Scheiße! Leck mich geschissen in die Fresse, ey. Wir haben hier einen Grenzstreifen, oder beziehungsweise jetzt weiß man, warum dieser Bereich auch Todesstreifen bedeutet. Denn ihr seht hier jetzt genau so, ein bisschen Geschichtsunterricht, so hat es hier quasi ausgesehen, bis die innerdeutsche Grenze in Deutschland weg war. Da gab es hier überall Wachtürme entlang dieses grünen Streifens, beziehungsweise des Todesstreifens. Und hier haben sie so ein Stück erhalten, damit man sich das mal angucken kann und ein Gefühl dafür bekommt, wie geisteskrank das aussieht. Und dann siehst du hier ganz gerade durch den sogenannten Todesstreifen. Hier hast du die eine Seite der Mauer. Jetzt bin ich quasi im Westen
und jetzt bin ich im Osten. Ja. Da hast du so einen klassischen Grenzturm. Da oben sieht man noch einen. Und so war das komplett, die komplette innerdeutsche Grenze durchgeflaggt. Und man hat auch hier so durchgehakt, damit man sofort jeden Fußabdruck gesehen hat oder wenn da ein Auto lang gefahren ist. Hier sieht man nochmal ganz klar diesen Grenzbereich, wie der aufgeteilt war. Das ist so eine sogenannte Hundeführanlage. Hier wurden quasi auf diesem Stück, wurden hier oben an diesen Drahtseilen Hunde festgemacht und die sind die ganze Zeit von einer Seite zur anderen Seite gelaufen. Und die hatten dann solche Hütten hier. Da haben die drin gelebt und sind dann immer von einer Seite zur anderen Seite. Die ganze Boah, super krass, wenn man überlegt, dass das erst seit ungefähr 30 Jahren rum ist irgendwie. Strange. Zeit. Und davon gab es halt mehrere Bereiche. Und so sieht so ein Ding von innen aus. Das ist schon gruselig. Dann hat man da halt rausgeguckt. So. Das war der Blick nach draußen. Alter, ich hab mich gerade auch erschrocken. Mach die Finger weg. Mach das Finger. Ja, und auf gewissen Abschnitten war nur ein Zaun, den sieht man hier. So sah der Zaun aus und hier dieser Kfz-Sperrstreifen oder auch Minenfeld. Dann waren da hinten Hunde angeleint, das haben wir ja schon gesehen. Und hier siehst du so ein klassisches Stück Mauer. Ganz, ganz viele Menschen in diesen Bereichen zu Tode gekommen ist bei der Flucht von Ost nach Westdeutschland. Deshalb nimmt man in diesem Bereich auch halt Todesstreifen. Digga! Einfach ein Panzer! Einfach ein Panzer hier mitten! What the hell? Geisteskrank, hier. T34-58, alter Junge! Fettes Teil. Der hat auch ein Rohr. Jo, Junge, Alter. Puh. Was man bei solchen Touren ist immer, also es klingt jetzt in dem Kontext, weil das ist natürlich nicht cool, was da passiert ist und so weiter, aber egal, ob man jetzt mit Gravelbike fährt oder hier sowas, allgemein dieses, ich meine jetzt eine Tour so und so viel, 100 oder in dem Fall 1000 Kilometer, man sieht halt so viel und nimmt so viel für sich mit, diese ganzen Eindrücke und so. Ja. Das ist fett, ey. Gut, aber wir haben jetzt keine Zeit, Panzer zu spielen. Wir fahren weiter. Los, Chris. Das Geile ist ja, dass der Chris so ein total ruhiger ist. Und daneben der Madin immer auf Anschlag. Geiles Duo auf jeden Fall. Dass man hier... Weil hier ist der, das ist ja der dran. Was? Das ist aber jetzt nicht zum E-Bike-Laden, oder? So. Weißt du, dass das so drauf liegt, dass das nicht weg kann? Und dann ausmitteln, weißt du, so. Ja, geil. Arschgeile Nummer. Und jetzt Kabel. Hat gerade geblümt. Da kannst du zeigen. Boah, das schreckt mich nicht immer so, Mann. Mann, ich kann das nicht vorher, wenn das kommt. Da kann man vorher sagen, ich muss. Nein, das schaffe ich nicht. Bin ich voll drin im Modus dann. Dann gucken wir mal, ob das jetzt hier läuft, die Scheiße. Da, nee. Wir haben 58%. Ach so. Wir stecken jetzt rein und mal gucken, was nachher sagt. Ach so, fürs Handy, okay. Irgendwas habe ich verloren. Ich habe das Klappern hören vom Boden weg und dann. Bei 44 hat sich der erste Teil verabschiedet. Ich glaube, das ist irgendwas von der Tasche. Da ist es noch dran. Da ist es auch noch dran. Jo, da fehlt's. Vorne fehlt's. Alter, krass. Damit haben wir den ersten Verlust. 27 Kilometer auf dem Tacho. die schaffen doch niemals diese 1000 Kilometer, oder? Eine enge Geschichte bei mir auf jeden Fall. Wollen wir mal ohne probieren? Ohne Akku? Vollen ersten Yang, ohne 1? Ja. Mach die 1 aus, ich seh die noch. Herr Mustermann, fragen, hast du die zwei vor Seven vs. Wild gekannt? Den Martin habe ich an dem Tag kennengelernt, als ich Fritz kennengelernt habe. Das war 2018 auf der YouTube-Weihnachtsfeier in Berlin. Aber wir hatten danach keinen Kontakt. Ich hatte damals nur die Nummer mit Fritz ausgetauscht und wir hatten dann Kontakt. Aber mit Martin, den habe ich damals nur kennengelernt und dann so richtig kennengelernt in Schweden. Und ja, auf jeden Fall ein sehr feiner Kerl.
man kann mit dem auf jeden Fall auch tiefgründige Gespräche führen, nicht nur Quatsch machen. Also er hat auch noch eine andere Seite. Aber er ist wirklich auch ohne Kamera so drauf, wie er drauf ist. Also es ist auf jeden Fall witzig mit ihm. Okay, jetzt durch die Steigung an. Ding. Oh. F*** dich! Alter, das ist krass. Cool. Oh, geil, wie der Motor einfach rein unterstützt. Und du fährst einfach diese Schräge hier hoch. Alter. Aber um Schätze zu wissen, war gut. Das ist halt auch eine neue Erfahrung mit so einem E-Bike. Deshalb machen wir die Tour. Um euch da draußen quasi zu zeigen, wie man es am besten einfach machen kann. Erfahrungswerte. Eigentlich ist es ziemlich bescheuert, aber das macht halt auch übelst Bock. Okay, wir haben die 30 Kilometer für heute schon. Obwohl wir erst so spät angefangen haben. Da sieht man mal ein richtig gutes Tal hier. Ist schon fett. Ein Hoch auf die Elektrizität. Ich sehe hier das Video so ein bisschen mit offenem Mund. Ich habe noch so viele Fragezeichen, wie diese 1000 Kilometer funktionieren sollen. Ich bin echt gespannt, wie das hier weitergeht. Ohne da jetzt gemein sein zu wollen, aber wenn ich die Bikes so sehe, glaube ich, wäre mein erster Gedanke, verbrennt es, bevor es Eier legt. Aber ist ja doch sehr, sehr anders als so mein Schönheitsideal für Mountainbikes. Aber das ist natürlich immer alles super subjektiv. Aber die Bikes sind schon Ausgeburten der Hölle, oder? 100, 200? 200. 200. Je nachdem, wie du es magst, kannst du ein bisschen weniger, ein bisschen mehr machen. Ja, ich mag es sehr flüssig. Okay, dann hau dir was drauf. Wir haben knappe 36 Kilometer. Gut, dass wir das am Anfang haben, diese Tour. Ja. Alter, das ist hier so bergig. Die Sättel. Habt ihr die Sättel gesehen? Krass. Die Bremsen kaum noch, Alter. Die riechen schon, Martin, du stinkst. Ich riech den. Genau, noch Spiegel an die Lenker machen, ganz wichtig. Ja, er wird gut passen zu dem Bike. Also die sind richtig weich. Guck dir das an, Alter, die sind schon komplett verglüht. Alter, ich glaube, wenn wir ankommen, haben wir kein Profil mehr. Also bei mir sind Bremssteine noch da, aber nicht mehr viel. Wir sind ja bloß gerollt. Aber allein diese Bikes machen diese Tour ja schon zu so einem krassen Erlebnis. Ich meine, so mit so einem Gravel-Bike, da fährt man halt einfach. Aber da entsteht ja schon das Abenteuer alleine durch diese Fahrräder. Das ist super geil. Du hast so viel Gewicht, dass du einfach Tempo aufnimmst, aber du musst ja mit 70 Klamotten ballerst du hier durch die Ort. Und ich sage, das kann nicht dein Ernst sein. Ich stehe hier irgendwo nirgendwo, ey. Ich bin froh, wenn es langsam ein bisschen flacher wird. Ja, ich bin auch froh, wirklich. Aber dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen, ja. Vogtland ist lang und groß. Ich sehe gerade, Martin hat den Sattel viel zu tief. Das ist, glaube ich, auch mit E-Bike schlecht fürs Knie. Das nur als kleiner Klugscheißer Hinweis an dieser Stelle. Ja, viel zu niedrig den Sattel. Das ist ungesund. Ey, Dobel eingeschaltet. Digga! Digga! Den überholt bei 50 Klamotten, Digga! Platz da, meine Bremsbeläge sind durch. Krass, was ist Diska für ein Supermarkt? Habe ich noch nie gesehen, auch noch nie gehört. Kenne ich nicht. Ist das ein Supermarkt? Ja. Was haben wir? Wir sind bei. Ja?
47. Plus den einen, den wir abziehen müssen, weil ich den Bauch hatte. Also 46 Kilometer. Laut meinen haben wir 44 zurückgelegt. Wir haben extra Runde gedreht. Gut, wird Zeit für den Notfallakku. Jetzt schon, nach Tag 1. Arschgeile Nummer. Wir müssen ach, die haben Akkus dabei, okay. 16:06 Uhr bedeutet wechseln und Action. Mal machen. Einmal drehen und dann kann man den rausnehmen. So, dann lass mal los. Der geht hier so rüber. Den Schlüssel kannst du wieder abziehen, kannst du wieder zuschließen. Der Sascha so ein bisschen hochpuppeln. Jetzt ziehst du den raus. Boah, krass. Glaubt das, jetzt, Alter. Haben die den am Lenker? Das sah so aus, als ob die Tasche, müssen wir gleich mal drauf achten, aber ich glaube, war unterm Lenker. Boah, wie krass muss dieses Ding zu, überhaupt zu manövrieren sein. Da brauchen wir ja schon fast hier so ein Lenkrad wie beim LKW mit so einem Knauf dran. Krass. Naja, die haben Akku, was ist mit denen los? Ihr macht euch keine Vorstellung, du musst ja trotzdem latschen wie ein Irrer, wenn es berghoch geht. Weil der Akku schafft natürlich nicht alle. Also am besten haben wir bis jetzt immer bergab gefallen. Dir ist aber bewusst, dass wir heute Abend Strom brauchen, sonst sind wir morgen gefangen. Wenn wir morgen nach Hause fahren. Dann müssen sie ADAC rufen, ja. Durch den Ort, ohne einmal zu bremsen, ey. Wir sind 50, Digga. Wir waren ja gerade noch in Bayern, sind jetzt quasi über die Landesgrenze nach Thüringen rein. Und da Chris sein Akku schon wieder fast fritte ist, müssen wir jetzt schon nach 56 Kilometern nach einer Lademöglichkeit Ausschau halten. Das heißt, nächster Ort müssen wir Strom schnorren. Das wird nochmal eine arschgeile Nummer, weil ich keine... Boah. Ihr hört nichts doppelt, oder? Ich bin so ein bisschen hier skeptisch, weil ich hier so ein... Tonpegelausschlag habe. Passt? Okay, perfekt. Danke, Matze. Mein 70 km/h. Wir sind schon abgefallen. Ey, ohne Witz, ich war bei 70 Klamotten. Nach 70 Klamotten suche ich jetzt wieder meine Einzelteile zusammen. Okay, Das zweite Mal, dass bei dir abgefallen ist. Ja. Boah, allein das Schieben, das ist das, was ich eben meinte. Das, boah. Hoffentlich sagen die noch, wie viel das, ey, selbst die das gewogen haben, keine Ahnung. Aber wäre cool, nicht zu fahren, zu ohne wissen. Ohne Akku, Alter. Martin hat mir was ganz was Feines mitgebracht heute. Kalten Burger. Ist die Sonne dann irre? Ey, geht doch voll klar. Guck mal. Nee, hau ab. Wird der Fisch richtig schlimmer als die Socke. Nein! Nein! Ich werde die restliche Tour nach Fisch stinken! Komm, ich packe das mit. Auf so Touren darf man eh keinen Anspruch haben in Sachen Körpergeruch und Co. Das geht eh nach hinten los. So, wir haben einen Notruf abgesetzt. Wir haben ja gesagt, wir machen da so ein Community-Ding draus. Wir sind gerade in Wurzbach in Thüringen im Stadtpark und gönnen uns erstmal unser Armbrot. Im Notfall schlafen wir im Stadtpark. Admin fragt, ist Himibay ein China-Bike? Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie vorher von der Marke gehört. Ich weiß es nicht. Also wir können ja gucken, ob wir in der Tanke sind. Bei mir zwei Tomate, Hering und Entchenbrust. Armbrot, ihr habt's gerade. Und jetzt... Oh, ich bin ja mehr so der Typ, der so auf so einer Tour dann so gemütlich im finalen Lager ist. So alles so herrichtet, Schlafsack, dies, das und dann so weiß... Jetzt haue ich mir noch geil was rein, auf was ich mich die ganze Zeit gefreut habe. Das ist so, ich wäre so, würde jetzt so, wüsste ich jetzt wäre rum mit Abendessen und ich würde noch weiterfahren. Ich glaube, da würde sich so ein bisschen Traurigkeit in mir ausbreiten, weil die Gemütlichkeit dann fehlt. Befinden wir uns auf der Anfahrt zu einer, also wir wurden quasi von Zuschauern darauf hingewiesen, dass es hier in dem Ort einen sogenannten Gasthof gibt. Und da sollen wir einfach mal nachfragen. Während Chris sich die Genitalien eines Schafs näher anguckt, haben wir quasi einen Spot für die Nacht gefunden. Wir haben hier nachgefragt und man hat uns hier, da dürfen wir, auf
die Wiese und hat uns eine Kabeltrommel rausgepackt und meinte, ja, viel Spaß. Das Wichtigste ist hier, wir dürfen hier kein Feuer machen, weil hier ein Gastank drunter ist. Wir benehmen uns. Auch wenn es jetzt gerade ironisch anhört. Ich meine ernst. Ja. Natürlich haben wir ein bisschen Geld da gelassen, ne, weil Strom kostet ja Geld, deshalb passt schon. Aufbau. Wichtigste, bevor wir irgendwas anderes machen, Akkus laden. Und zwar sofort. Die ersten beiden. Du hast das. Selbst auf, ein erster Gedanke ist vielleicht so, boah, gar kein Bock, da jetzt mit so einem E-Bike so eine Tour zu machen, ist man abhängig von anderen und dies, das. Aber es ist schon ein cooles Abenteuer, wenn man überlegt, was machen wir morgen Abend? Wie geht's da weiter? Finden wir was zum Laden? Also, man macht ja so eine Tour nicht, um dann nachher die 1000 Kilometer zu haben, sondern der Weg ist ja das Ziel. Und das sorgt schon für so einen gewissen Nervenkitzel. Und was ist morgen? Schaffen wir das? Finde ich, hat schon seine Reize. Vorne am Lenker dran. Ja. Schon ordentlich. Grün. Und wenn er lädt, wird er rot. Dadurch, dass wir halt relativ früh heute ja hier sind, dass wir tatsächlich die anderen auch noch voll kriegen. Wir werden uns auf jeden Fall nachts einen Wecker stellen. Ist nicht 2 Uhr oder so. Zelt steht. Also Bunker. So. Wir suchen jetzt aktuell noch einen Spot, wo wir halt duschen können und baden können. Wir haben da vorhin so einen Bach gehabt, so dort nehmen wir den. Ja. Wir haben ja pH-neutrales Zeug, aber Chris habe ich gesagt, lass uns gleich unser Schlafsetup abbauen. Er sagt, schnick, schnack, schnuck, wenn er gewinnt, später. Oh, warte, naja. Wenn ich gewinne, jetzt. Best of 3 oder ein? Einmal, ne? Oh, einmal? Ja doch. Oh. Schnick, schnack, schnuck. Super. Gut, fahren wir. Da wird fleißig geladen. I have just 9% of my GoPro Akku. Wir suchen quasi gerade einen schönen Bach oder einen See, wo wir einfach mal uns schnell immer abspülen können. Ja, wir sind natürlich komplett zugekeimt, verschwitzt und angeklebt. Wenn ich das richtig gesehen habe, haben die ja nur ein Ladegerät dabei und die haben 2 Akkus. Das heißt, wenn das mehrere Stunden dauert, müssen die nachts aufstehen, um dann den zweiten Akku nochmal komplett zu laden. Stressig, sag ich mal. Unangenehm. Digga! Ich glaube, ich habe eine Tasche verloren, Alter. Ja, wir suchen jetzt aktuell gerade noch einen Fluss und einen See. Ah, hier, guck mal da. Wo wir baden gehen, uns einmal kurz abspülen, den Keim runterwaschen, denn morgen geht es weiter auf dem Todesstreifen. Nächstes Ziel. Ach Gott, das schreckt mich nicht so. Nächstes großes Ziel ist Mühlhausen. Da wollen wir hin. Hier gehen wir runter, da ist ein Steg. Da gehen wir rein. Alles voller Fische, ein bisschen trüb. Ist voll gut, da gehen wir rein. Das ist arschkalt. Sag doch! Jetzt wird gefiltert, damit wir quasi unsere Flaschen wieder auffüllen. Die Flasche habe ich mir übrigens nur wegen Maddigen gekauft. Weil vorher, also die habe ich bei ihm gesehen und in irgendeinem Video, kannte ich vorher nicht. Habe ich aber jetzt einmal benutzt in einem Video, was auch auf meinem Kanal ist, von Seven vs. Wild Vorbereitung, obwohl ich das gar nicht mit hatte. Aber ja, ganz geiles Teil. Marke heißt Crayl, G-R-A-Y-L. Ja. Probiert selber Rettungswasser. Was ist ein Filter, ey? Der Crayl. Ich habe mal einen Link in der Beschreibung gepackt für die Leute, die da Bock drauf haben. Das ist einfach eine Wunderwaffe. Alles klar, oder? Ja. Wir sind in unserem Bunker. Ich liege hier. Oh, aber jetzt zu wissen, jetzt isst man noch gemütlich was. Macht noch so ein Hörspiel an. Das wäre es jetzt. Aber die gehen jetzt einfach schlafen. Finde ich irgendwie unbefriedigend. So. Also würde ich jetzt die Tour machen. So in die Richtung. Und das liegt mein Kopf in die Richtung. Arschgeile Nummer. Oh, ein Müdi. Das ist ganz schön eng, muss man sagen. Ne? Ja, ich gehe echt auf. Na, hier ist direkt hier. Kontakt. Aber das Schaf ist ruhig geworden. Gut, ihr Hübschen, dann. Sagen wir bitte, gute Nacht, bis morgen früh. Es soll ab morgen wirklich durchgehend regnen. Ja, ab 4 Uhr. Geil, bin ja, ich die krank. Nächsten Tage, also wir haben nicht einen Tag mit Sonne. Ja, gute Nacht, ihr Süßen. Geil, 3:55 Uhr. Geil. Ich glaube, Martin ist verrückt.
Mega. Also ich feiere es total, auch wenn ich die Bikes optisch grauenhaft finde und überhaupt, aber ich finde es eine super geile Nummer. Ich bin gespannt auf die anderen Teile.